Dann darf ich euch jetzt recht herzlich auf den Kanzler Linux-Tagen 2017 und meinem JOSM-Workshop begrüßen. So als kleinen organisatorischen ersten Start habe ich eingerichtet ein IDA-Pad. Die Idee wäre da, dass wir auch so kommunizieren könnten. Zusätzlich zu dem natürlich kann jederzeit jeder eine Frage stellen, aber manchmal ist vielleicht jemand ein bisschen schüchterner und möchte das vielleicht eher schriftlich machen. Und auf der anderen Seite haben wir auch hier die Möglichkeit, eine gemeinsame Mitschrift, ein gemeinsames Protokoll dieser Veranstaltung zu erstellen. Die Adresse wäre in dem Fall PAD, wie also, weil es ein IDA-PAD ist, pad.stefan-thieran, das ist mein Name, .at, und dann haben wir allerdings mit Doppelpunkt den Port 8080 und danach ein /p, wie es bei IDA-PAD üblich ist, und dann JOSM Workshop, also mit Großbuchstaben, aber ich kopiere das vielleicht gleich einmal da unten rein, dann haben wir es auch ein wenig größer. Und es wäre jetzt einfach mal hier die Möglichkeit mitzuschreiben. Also ich lade jetzt alle recht herzlich ein, entweder mitzuschreiben oder Fragen reinzustellen oder Anmerkungen oder was auch immer. Zum Thema Anmerkungen dann auch, also jede Veranstaltung hier in den Grazer Linux-Tagen kann bewertet werden. Und insofern, also bitte ich auch das zu nutzen, durchaus auch kritisch, also ich bin da nicht so, dass ich sage, ich will nur Lob, sondern also gerne auch alles, was ich falsch oder schlecht gemacht habe, kann man anmerken, dann mache ich das nächstes Jahr besser. So, als erstes würde ich noch eine kurze Umfrage machen, wie viele von euch haben JOSM schon einmal verwendet, haben Account und wissen, wie man das startet. Die heben vielleicht jetzt die Hand. Okay, gut. In dem Fall ist mein zweiter Ansatz, dass ich sage, okay, fisch mal gleich eine ins Geschehen, hat mein Lateinlehrer früher immer gesagt in der Schule. Und diejenigen, die also schon wissen, was JOSM ist, können ihn schon aufmachen, und denen möchte ich da jetzt kurz zeigen. Es gibt da hier ein ziemlich spannendes neues Plugin. Also, wenn man dann unter Preferences geht, das ist der Austria Address Helper, und ich frage mich ein bisschen, warum mein Computer heute so langsam ist. Das ist der Austria Address Helper, und das ist einfach ein geniales Tool, wo man im Moment gerade bei so schlechtem Wetter irrsinnig viel beitragen kann in der OpenStreetMap, weil man das installiert, da OK drückt, also ich hatte es ja schon installiert, dann kann man da sehr einfach Adressen, Hausnummern hinzufügen. Also Hausnummern in der OpenStreetMap sind natürlich ein Thema. Navigationssysteme oder viele andere Anwendungen ist es einfach spannend. Ich habe eine Adresse, wo liegt das auf der Karte, und da müssen natürlich in der OpenStreetMap, in der Datenbank, die Daten drinnen sein. Und während und sobald man dieses Plugin installiert hat, kann man auf einen Gebäudeumriss gehen, Steuerung Shift A drücken, und schon stehen die Adressdaten alle drinnen. Er hat jetzt kurz eingeblendet, also 2 Meter war es in dem Fall entfernt von dem Punkt laut Datensatz vom Bundesamt und Eichhorn-Vermessungswesen. Das ist nämlich das Tolle, wir haben jahrelang darum gekämpft, dass wir vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen die Daten bekommen, und jetzt endlich ist es soweit, wir dürfen die Daten verwenden. Allerdings machen wir natürlich nicht große Importe, sondern wir
fügen Sie jetzt einzeln nacheinander ein. Dieses Plugin hilft eben mit Steuerung Shift A, sobald man diesen Austria Address Helper installiert hat, fügt automatisch alle nötigen Tags hinzu und fügt sogar, wenn man da jetzt auf Hochladen geht, automatisch schon die Quelle hier. Also hier sind wir dann ja auch, aber das erkläre ich dann später noch, also das ist ja wirklich jetzt nur mal für die, die sich schon ein bisschen auskennen, damit die sich nicht langweilen, dass die schon mal was tun können. Fügt das hier schon die Quelle hinzu und da können wir dann das hochladen. Ich würde übrigens auch vorschlagen, dass wir so eine Art Hashtag verwenden für unsere Changeset-Kommentare. Das wäre mein Vorschlag, #GLT17, aber ist in dem Fall nicht verpflichtend und kann man hier hochladen. So, damit hätten die Fortgeschrittenen schon ein bisschen was Neues gelernt und ein bisschen was zu tun und derweil kann ich mich um die Anfänger kümmern. Ja, OpenStreetMap, weiß nicht, wie sehr es bekannt ist, ist eben eine freie Geodatenbank. Was Wikipedia für Lexika ist OpenStreetMap für alles, was irgendwo mit Straßenkarte oder sonst irgendwas zu tun hat. Natürlich nicht nur jetzt Straßen für Autos, sondern man kann auch öffentliche Verkehrsmittel, Radwege, Skipisten, Langlaufrouten, genauso wie auch viele nautische Dinge eintragen, für die, die lieber nicht am Land, sondern im Wasser unterwegs sind. Und um diese Datenbank zu befüllen, verwendet man einen Editor. Und das ist genau auch das, worum es in diesem Workshop hier geht. Wir verwenden hier den JOSM, den JOSM, den Java OpenStreetMap Editor, der eigentlich des wichtigsten, vor allem im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen Community, das wichtigste Tool ist, das professionellste Tool und auch das Tool, aber auch ein Tool, wo man ein bisschen eine steilere Lernkurve hat am Anfang vielleicht als wenn man einfach nur so unter OpenStreetMap.org auf Editieren geht. Ja, dann würde ich meinen, ist das auch gleich ein guter Einstieg. Was muss ich tun, um bei OpenStreetMap beitragen zu können? Also wenn man OpenStreetMap hier aufruft, dann haben wir hier ein Edit-Feld einerseits und aber viel wichtiger ein Login und Sign-up. Und hier also Sign-up, hier bitte eine E-Mail-Adresse eingeben und danach noch ein zweites Mal eingeben. Das kann man auch, wenn man es nur mal ausprobieren möchte, von 10minutemail.com eine E-Mail-Adresse sich organisieren. Es ist 10minutemail oder ist 10minutemail.org, also ist vielleicht auch etwas, was man mitnehmen kann. Man muss sich ja oft registrieren und braucht eine E-Mail-Adresse dafür. Hier kriegt man eine, die ist einfach mal 10 Minuten gültig. Ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll, wenn man dann dauerhaften Account verwenden möchte, weil es passiert doch hin und wieder mal, dass man beim Account das Passwort verliert und dann wäre es schon geschickter, wenn man eine ein bisschen dauerhafter ist. Nur zum Probieren und Vorzeigen, wenn ich das so, also hier E-Mail-Adresse eintragen, dann braucht man da noch einen Display-Name, also das ist in dem Fall dann auch der Benutzername, mit dem auch alle Änderungen, die man an der OpenStreetMap vornimmt, gekennzeichnet sind. Also das ist vielleicht durchaus auch irgendwas, wo man sich Gedanken machen kann, gerade wenn es um Datenschutz geht. Also man kann natürlich Vorname, Nachname als Benutzername verwenden. Ich habe das auch, also mein
OpenStreetMap Benutzername heißt Stefan Tieran, genauso wie ich. Bedeutet aber auch, dass man in einer gewissen Weise verfolgt werden kann, ja, gerade vor allem, wenn man im Urlaub viele Dinge erfasst, ja, dann wird es halt auch irgendwo öffentlicher, wo man dann auf Urlaub war, wenn einfach im Sommer auf einmal in Italien oder Kroatien oder Spanien viele Punkte von einem erzeugt worden sind, dann ja, kann man natürlich daraus Rückschlüsse ziehen. Also kann man sich aussuchen, man kann auch mehrere Benutzer-Accounts anlegen, einen mit echten Namen, einen mit Fantasienamen. So, dann braucht man noch ein Passwort. Und zum Schluss drückt man auf Sign Up. Dann bekommt man an diese Adresse recht bald eine E-Mail und folgt nach einem Link und bestätigt dort noch, dass man mit den Lizenzvereinbarungen einverstanden ist. Lizenzvereinbarungen heißt in dem Fall, also alle Daten, die man beiträgt, sind dann in der ODBL, also Open Database License, und bedeutet dann so viel, man hat als Datenanwender die vier Grundfreiheiten, das Use, Study, Share und Improve, also verwenden, studieren, also analysieren, weitergeben und verbessern. Allerdings mit dem viralen Aspekt, man muss, auch wenn man die Daten weitergibt, sie wieder unter denselben Bedingungen weitergeben. Man kann auch eingeben, während man Account erstellt, dass man überhaupt sagt, ja, alles, was ich da OpenStreetMap beitrage, das soll sowieso immer für die gesamte Welt sein. Dann kann man Flex setzen, das bedeutet, man dann, dass man die Daten unter Public Domain stellt. Und Public Domain bedeutet, dass auch die OpenStreetMap Foundation, die die Datenbankserver betreibt, dass die, denen erlaubt wird, die Beiträge, die man selbst geleistet hat, auch unter einer möglicherweise anderen Lizenz zur Verfügung zu stellen. Ja, kann ich vielleicht im späteren Verlauf ein bisschen anekdotisch noch erzählen, was es für Sinn haben könnte, aber ist jetzt für das Erste nicht so wesentlich. Dann, wenn man das gemacht hat, hat man jedenfalls einen Account, dann braucht man noch einen JOSN. JOSN, wie kriegt man den? Ich persönlich holen wir den JOSN immer über die Kommandozeile, indem ich eingebe hier ein Widget, josn.openstreetmap.de in dem Fall, also das JOSN wird auf der deutschen Seite gehostet und dann kann man sich aussuchen, ob man JOSN latest.jar verwendet oder JOSN testet. Also latest ist dann sozusagen die ständige Beta-Version und tested ist dann das letzte Bild, der als stabil anerkannt worden ist. Aber typischerweise ist da nicht viel um. Das kann man natürlich auch ganz schön im Browser machen. JOSN OpenStreetMap.de und hat man dann auch immer hier die Datei und kann da drauf drücken und hat damit das Programm heruntergeladen. Also für Windows gibt es dann auch noch einen eigenen Installer, wenn man es haben will. Ich selbst verwende hier Linux und der Linux ist, glaube ich, einfach der schönste Weg, wie man JOSN startet, über die Kommandozeile, indem man eingibt java-jar und dann
dort, wo man es hingeladen hat, dieses JAR-File JOSM latest oder JOSM tested.jar. Diese Methode hat auch gleich einen Vorteil, dass, wenn man es bräuchte, könnte man andere Parameter für die virtuelle Maschine eintragen. Also mit virtueller Maschine meine ich in dem Fall die Java VM und der kann mir auch immer mitgeben, wie viel Speicher man braucht. Und nachdem wir doch mit Geodaten arbeiten, die kann schon passieren, dass man hin und wieder mal über das eine Gigabyte kommt, was einem das Java so standardmäßig allokiert. Aber auf diese Detailebene, also das nur erwähnt, der Vollständigkeit halber, warum ich das auch so mache. Und jetzt habe ich das hier mal gestartet. Also wenn es Bedarf gibt, kann ich jetzt auch kurz herumgehen. Also falls jemand das gerade versucht hat zu installieren, und dann könnte ich schauen, ob es da Probleme gibt. Ist da Bedarf? Okay. Ja, und ansonsten, ja, es gibt natürlich auch keine Verpflichtung da, hier mitzumachen, also man kann sich hier auch einfach berieseln lassen. So, hin und wieder schaue ich da mal auch auf dieses Fenster wieder, also nochmal hier unter pet.stephantieren.at auf Port 8080 mit PJOSM-Workshop für die später noch dazu gestoßen sind, die Möglichkeit, hier interaktiv mitzumachen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu schreiben oder vielleicht überhaupt eine Mitschrift zu erstellen. Ja, dann, was ich als nächstes empfehle, immer wenn ich hier ein neues JOSM habe, mal unten gleich drücken auf Expertenmodus. Es ist einfach, mit diesem Expertenmodus werden einem zusätzliche Menüs hier freigeschaltet. Schaut dann insgesamt so aus. Bei der Gelegenheit auch vielleicht gleich ein paar andere. Also man hat den Austria Address Helper, habe ich schon gezeigt. Der ist jetzt einfach was Heißes, ein heißes Plugin für alle Leute, die es in Österreich mithelfen wollen, die Adressdaten zu erfassen. Sehr spannend ansonsten auch, gerade wenn es darum geht, eben diese Daten zu nutzen, die uns unsere Regierung und unsere Verwaltung glücklicherweise zur Verfügung gestellt haben. Da gibt es das Open Data Plugin. Das ist auch, wenn der Name vielleicht ein bisschen irreführend ist, das ist die Möglichkeit, mit dem JOSM ein anderes Dateiformat zu öffnen. Das ist das sogenannte Shapefile-Format. Und das ist einfach bis jetzt eines der üblichsten Formate im Bereich der Geoinformationssysteme gewesen. Und das kann man jetzt nun damit öffnen mit dem JOSM. Auch interessant hier diese Fernbedienung. Der JOSM hat eine sogenannte Fernbedienung, eine Remote Control. Damit ist es möglich, aus einer Webseite heraus auf den JOSM zuzugreifen. Und das werde ich auch demnächst ein paar Beispiele bringen. Und damit das funktioniert, eben muss man hier dann das Häkchen setzen. Technisch gesehen passiert dann im Hintergrund, dass der JOSM einen Webserver startet, einen kleinen, indem er also gewisse Anfragen auf HTTP entgegennimmt. Und damit ist es möglich, eben mit Links von einer beliebigen Webseite aus auf den JOSM zuzugreifen. Ja, dann habe ich schon einmal viel erzählt. Würde ich doch annehmen, ist jetzt sinnvoll, gleich einmal
hier einen Bereich runterzuladen. Also wenn man hier ein JOSM das erste Mal öffnet, dann hat man im Wesentlichen ein paar Informationen über die Version. Und wenn man jetzt tatsächlich was arbeiten will, dann braucht man den ersten Datenlayer. Und den kriegt man am leichtesten mit diesem Symbol dann, mit diesem grünen Pfeilchen. Und dann bekommt man im Wesentlichen eine Karte, und von der man sich heraussuchen kann, wo man denn jetzt was runterladen möchte. Ich habe mir hier einen Bereich aus der Weststeiermark ausgesucht, wo ich finde, da könnte man noch was machen, weil da ist noch nicht alles so perfekt drinnen. Hier kann man sich dann markieren, einen bestimmten Bereich. Also markieren bedeutet Maustaste auf einen Punkt drücken und ein Fenster aufziehen. Das kann man dann auch noch einmal, also wenn man drauf kommt, nein, ich möchte doch einen größeren Bereich markieren, dann auch öfter. Ich würde vorschlagen, also es hängt immer sehr von der Internetverbindung ab, wie groß ein Bereich sein sollte, den man sich herunterlädt. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob man jetzt im städtischen Raum ist, wo die Punktdichte doch wesentlich höher ist als am Land. Da sollte man auch wieder nur geringere, einen geringeren Ausschnitt wählen. Ja, also wenn man dann dieses Kästchen hat, kann man auf Download klicken. Und dann sieht man hier, man hat den ersten Bereich hier heruntergeladen. Und dieser linke Bereich schaut ganz absichtlich so aus wie ein CAD-Programm, weil das letztendlich auch die Art ist, wie man Daten hinzufügt. Man hat hier links eine Leiste, mit der sucht man sich im Wesentlichen aus, was man tut. Und standardmäßig ist, eine stellt hier dieses Hand, und Handsymbol heißt in dem Fall, man greift ein bereits vorhandenes Objekt an. Dazu im Gegensatz haben wir hier ein Zeichen, Zeichenmodus. Dann, wenn man diesen auswählt, ändert sich auch der Mauszeiger zu einem Kreuz, und man kann neue Dinge eintragen. Drückt man einmal drauf, erzeugt man einen Punkt, der da bereits hier mit einem Strich hinzeigt, dort wo man mit der Maus als nächstes steht. Drückt man noch einmal drauf, beginnt man eine Linie zu zeichnen, drückt man dann irgendwann einmal wieder auf den ersten Punkt drauf, verbindet man diese Linie zu einer Fläche. Da kommen wir also grundsätzlich schon mal zu den drei Objekttypen in der OpenStreetMap. Der einfachste ist ein einfacher Punkt. Hier spricht man im Datenmodell von einem Node, also Englisch für Punkt. Ansonsten haben wir einen Way, einen Weg, der, auch wenn er geschlossen ist, also auch Flächen sind laut Datenmodellen in der OpenStreetMap Wege. Und dann der dritte Objekttyp, der ist dann gleich wesentlich abstrakter. Das ist eine sogenannte Relation. Die würde man erzeugen hier unten mit diesem Plus, mit diesem Rädchen. Das würde ich, wenn dann allerdings, erst sehr viel später in diesem Workshop angehen, weil es doch einiges abstrakter ist, einiges komplizierter. Ich glaube, wichtig ist es einfach nur zu wissen, dass es eben sowas wie Relationen gibt. Verwenden tut man sie im Wesentlichen für die folgenden Sachen. Einerseits für Busrouten,
Straßenbahnrouten, U-Bahnrouten, andererseits für Radrelationen, also für Radwege, also jetzt nicht im Sinne von da auf der Straße ist irgendwo ein Gehsteig, wo man auch mit dem Fahrrad fährt, sondern Radweg im Sinne von, das ist jetzt eine touristische Attraktion, einen ganzen Fluss entlang, wie zum Beispiel der Mur entlang, das ist der Murradweg, der geht über 20 bis 30 Kilometer, nein, der Murradweg geht über mehrere hundert Kilometer, aber ansonsten so eine typische Radroute geht über 20, 30 Kilometer. Da fasst man dann auch die einzelnen Wegteile zusammen zu einer Relation. Auch verwendet wird das zum Beispiel für Abbiegebeschränkungen, also nachdem die OpenStreetMap ja auch verwendet wird für Navigationssysteme, ist es natürlich auch spannend, wenn man hier eintragt, wo man abbiegen darf oder wo man nicht abbiegen darf. Ich glaube, das ist jetzt aber fast schon ein bisschen zu viel für Relationen. Spannender ist jetzt also Wege. Weg eben, wie gesagt, ist nicht nur ein Weg, den man begeht oder befährt, sondern Weg ist irgendwie alles, was eine größere Ausdehnung hat als nur ein Punkt. Weg kann sein ein Häuserumriss, also das sieht man zum Beispiel hier. Das ist ein Also in dem Fall sehen heißt, ich drücke hier drauf mit diesem, also ich bin in diesem Handmodus, ich drücke auf ein so ein Objekt drauf und dann kommt hier ein Fenster mit den sogenannten Tags. Das bedeutet, das Datenmodell von der OpenStreetMap schaut so aus, ich habe einerseits die Geometrie, also den Knoten, den Node, den Way, den Weg oder die Relation, die Relation. Und jedes dieser Objekte hat verschiedene Eigenschaften. Diese Eigenschaften nennt man auch die Tags. Und Tags sind grundsätzlich Paare aus Schlüssel und Wert. Ja, kommen Sie herein zum JOSN. Zum JOSN-Workshop. Also hier geht es um OpenStreetMap, die freie Weltkarte und wie man sie mit diesem Programm, dem Java OpenStreetMap Editor, editieren kann. Ich habe hier gerade einen Häuserumriss angeklickt und als Häuserumriss ist er dadurch gekennzeichnet in der OpenStreetMap, dass ich hier den Schlüssel habe. Building, also Englisch für Gebäude. Und Value Yes, das ist die einfachste Art an Schlüsseln, einfach nur irgendeine Eigenschaft trifft zu. Anders wäre zum Beispiel hier bei einer Straße. Straße wäre der Hauptschlüssel Highway. Alle Wege, die in irgendeiner Form zu begehen oder mit einem Fahrzeug zu befahren sind, mit einem außer Schienenfahrzeuge, sondern Fahrzeuge mit irgendwelchen Gummireifen oder ähnlichen, haben als Schlüssel den Highway. Als Value wäre in dem Fall Unclassified. Unclassified ist ein Wert, der vor allem in ländlichen Gebieten genutzt wird. Und Straßen kennzeichnet, die jetzt keine überregionale Bedeutung haben, also die jetzt nicht irgendwo mehrere Städte miteinander verbinden, aber auch jetzt keine reinen Hofeinfahrten sind. Die wären ein Service. In dem Fall dieser kleine Weg hier zum Beispiel ist markiert hier als Highway as Service. Das bedeutet so viel wie, das ist noch irgendwie unwichtiger, das ist schon fast nur noch eine Hofein- oder Hofdurchfahrt. In städtischen Gebieten nutzt man diesen Schlüssel wertebar
vor allem auf Parkplätzen, auf Zufahrten von Tankstellen und Ähnlichem. Hier sieht man einen zweiten Tag, das ist der Source Tag. Da muss ich sagen, den sieht man zwar noch öfter, neu setzen würde ich ihn allerdings beim Weg nicht, sondern stattdessen beim sogenannten Change Set. Dazu kommen wir aber später, sobald wir auch tatsächlich eine Änderung gemacht haben, die wir hier hochladen wollten. Also könnte ich zum Beispiel, und das lade ich jetzt nicht hoch, weil also in der OpenStreetMap laden wir natürlich nur Objekte hoch, die auch tatsächlich existieren, aber angenommen, ich wüsste, hier ist ein Haus gebaut worden, dann kann ich hier diese Geometrie erzeugen, hier auf Add gehen und als Schlüssel das Building eingeben und als Wert ein Yes. Und dann hätte ich hier an dieser Stelle ein Gebäude erzeugt und könnte das hier hochladen, was ich in dem Fall nicht tue. Was passiert jetzt so beim Hochladen? Beim Hochladen wird man zuerst einmal angehalten, einen Kommentar für das Changeset anzugeben. Changeset ist in der Informatik ziemlich verbreitet, also dass man irgendwo ein Repository hat und man macht da einen Commit. Und an diesem Commit gibt man dann eine bestimmte Nachricht, indem man den anderen Leuten, die auch dieselbe Datenbank, dieselbe Repository verwenden, dass die wissen, was hat man geändert und warum. Und ich verwende zum Beispiel hier so Kommentare wie some addresses, weil ich gerade eben ein paar Adressen, also Hausnummern eingegeben habe. Andere Change-Set-Kommentare waren aber hier auch teilweise auf Deutsch. Also im Gegensatz zu den Tags, die ja maschinell ausgewertet werden und daher eindeutig Werte haben auf Englisch, verwende ich bei Change-Set-Kommentaren durchaus auch abwechselnd deutsche und englische Kommentare. Ist vollkommen okay. Ja, und als zweites wesentlicher Punkt ist, hier soll man angeben, woher man die Daten hat. Wenn man dieses Austria Address Helper Plugin verwendet, das ich auch gerade eben gezeigt habe oder ganz am Anfang gezeigt habe, dann ist das schon vorausgefüllt mit einer ziemlich langen Schnorsen, die möglichst juristisch wasserdicht sein soll. Allerdings außerhalb von diesem Plugin jetzt nicht so üblich, dass man so eine lange Schnorse verwendet. Typische Werte wären hier Survey, wenn man Dinge einträgt, die man gerade selbst beobachtet hat. Local Knowledge wäre für Dinge, die man einfach weiß, die einfach jeder, der in dem Ort, in dieser Stadt lebt, weiß. Wie zum Beispiel, dass der Billa um 19:50 Uhr zumacht, das weiß man dann eben. Ansonsten andere berühmte Werte so. Wären zum Beispiel auch, wenn man von einer Karte abgezeichnet hat, also bei Karten abzeichnen grundsätzlich immer vorsichtig sein, von den allermeisten Karten darf man nicht abzeichnen, weil wir wollen ja hier mit der OpenStreetMap eine Karte machen, die völlig frei sind von jeglichen Urheberrechten, also frei von proprietären Urheberrechten schon, Urheberrecht ist allerdings einer freien Lizenz unterlegt. Von gewissen Seiten darf man aber abzeichnen. Das wäre einerseits diese Basemap.at oder verschiedenste Luftbilder, entweder von Bing oder hier diesen Basemap.at Orthofoto. Zeige ich aber auch noch später. Wenn man hier das erste Mal auf Upload klickt,
Dann kommt daraufhin eine weitere Maske, wo man dann sich mit dem Account anmeldet. Account in dem Fall ist eben das, was man sich hier unter openstreetmap.org angelegt hat, mit E-Mail-Adresse und Kennwort. So, in dem Fall werde ich jetzt aber dieses Objekt wieder löschen. Ja, also der Austria Address Helper kann ich euch gleich wieder zeigen. Dazu mache ich jetzt noch vorher noch einen anderen Trick. Also ich würde diesen Austria Address Helper jetzt nicht blind verwenden, sondern diese Basemap-AD im Hintergrund zuschalten. Das ist die Straßenkarte, die uns von der österreichischen Regierung freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch eine freie Karte, die allerdings nur in Österreich gilt, die in ziemlich vielen Regierungsanwendungen verwendet wird, unter anderem auch in der neuen Fahrauskunft Österreich, VAO. Also wann immer man mit einer App sich einen Fahrplan abfragt, dann hat man die auch als Hintergrund. Und auch wir dürfen davon abzeichnen. Hier sieht man sehr schön dann auch die Gebäude und mit der Hausnummer. Und das ist auch insofern wichtig, nicht alles, was wie ein Gebäude ausschaut, ist auch jetzt typisch ein Wohngebäude. Es gibt ja auch sowas wie Garagen oder irgendwelche Heuschuppen. Und da hat man typischerweise keine Hausnummer drauf. Aber hier haben wir eben ein Building, das hier auf einem Haus ist und wo auch hier eine Hausnummer passt. Und nachdem wir das nicht alles abtippen wollen und diesen Austria Address Help installiert haben, drücken wir auf Steuerung, Shift und A und wie durch Geisterhand werden die weiteren Tags erzeugt. Ist jetzt in dem Fall schon fast etwas ein bisschen Spezielleres, aber weil es durchaus etwas Wesentliches ist, kann man kurz darauf eingehen. Adressen werden in verschiedene Schlüsselwertepaare aufgeteilt. Das wäre einerseits hier City. City jetzt nicht in die Irre führen lassen. City ist jetzt nicht unbedingt nur eine Großstadt, sondern kann auch eine recht kleine Gemeinde sein. Einzig, wo man City nicht verwendet, ist im ländlichen Gebiet dort, wo es keine eigenen Straßennamen gibt. Dort würde man anstatt City Place verwenden. Wenn, also um das nicht zu duplizieren, dass man nicht hat denselben Wert als Stadt und als Straße, dann verwendet man Place, um das hier zu verwenden. Sehr interessant, dass das hier in dem Fall ist das sogar Sondersache hier. Anscheinend habe ich mit Eibiswald gerade ein Gebiet ausgewählt, das überhaupt ein bisschen ist. Also hier gibt es beides, hier gibt es City und Place, einfach weil dieser Bereich Feisternitz von Eibiswald jetzt keine typische Straße ist, sondern eine Bezeichnung für den ganzen Ort. Und hier hat man das, dass im Place steht anstelle von Straße. Country ist in dem Fall der Zwei-Buchstaben-Ländercode von Österreich in dem Fall. House Number ist dann die Hausnummer. Hier ist übrigens auch so, also Hausnummer ist jetzt nicht zwangsläufig ein numerischer Wert, sondern es ist, sondern man könnte hier auch Buchstaben, Schrägstriche und sonstiges verwenden, wenn es Teil der Hausnummer ist. Postcode ist in dem Fall die Postleitzahl, die geben wir hier nur als reines Zahl ein, ohne dieses A minus. Einfach aus Konvention. Dem Fall ist das vom Plugin gemacht. Wenn man das händisch einträgt, dann macht man das nicht. Das ist einfach nur, von welchen
Datensatz vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hat man das. Und in dem Fall ist das der Datensatz vom 2. Oktober. Das können wir hier jetzt auf mehreren Straßen machen, auf mehreren Gebäuden machen. Und hochladen. Schon haben wir wieder was beide tragen. Ja, wie gesagt, gewisse Karten gibt es, und ich nochmal abzeichnen darf, das wäre einerseits die Base Map, die ist, wenn man ein Gebiet sich herunterlädt, das in Österreich sich befindet, schon voreingestellt. Ebenso wie das Basemap Orthofoto. Das ist, sind in dem Fall die Luftbildaufnahmen. Die sind natürlich, haben insofern einen Vorteil, dass sie wenig abstrakt sind. Da sieht man einfach konkret, was da wirklich, wenn man von oben drauf schaut, ist. Hier kann man eben dann zum Beispiel auch Häuser abzeichnen. Kann man dann, also diese Fotos sind schon ziemlich gut ausgerichtet, also man kann davon ausgehen, dass die Sachen dort sind, wo sie sind. Einzige was ist, wenn man hohe Gebäude hat, gibt es natürlich eine gewisse Verzerrung und dann ist nicht unbedingt das Dach dort, wo die Mauern ist, sondern dann sieht man das eher da beim Schatten. Und wäre hier dann der Grundriss. Wenn man jetzt so eine Fläche gezeichnet hat, dann schaut das unter Umständen recht schlampig aus. Dafür gibt es dann aber hier irgendwo ein automatisches Tool. Das hat dann die Abkürzung Q. Wo ist es? Es ist unter View das Q. Oder ist es unter More Tools? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Es ist irgendwas Rectify. Orthogonalize Shape ist es, also das Q. Also kann man hier immer nachschauen. Das rechts ist dann der Buchstabe, auf den man draufdrücken muss, wenn man es dann durchführen will. Also drücke ich aufs Q und schon wird es ein schönes rechteckiges Gebäude. Andere Möglichkeit wäre noch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu früh ist, aber weil ich es gerne auch verwende zwischendurch, da gibt es hier die Seite data.gv.at. Hier kann man sich einen ziemlich guten Überblick verschaffen, was unsere Regierung, was unsere Verwaltung alles an Daten zur freien Verfügung stellt, und die Sachen sind durchgängig mit der Open Data Bank License vereinbar, beziehungsweise dort, wo es nicht ist, gibt es bereits von OpenStreetMapern Sondervereinbarungen, die diese schriftlich festgehalten haben. Das heißt, da hat jemand von der Behörde auch was unterschrieben, dass wir das wirklich verwenden dürfen. Ich persönlich interessiere mich natürlich meistens für Daten vom Land Steiermark, und hier zum Beispiel auf der dritten Seite, glaube ich, oder irgendwo haben wir einen Flächenwidmungsplan, wo war das, auf der zweiten oder dritten Seite, ja, Flächenwidmungsplan, oder auf der vierten, Flächenwidmungsplan, das ist jetzt hier auf Entdecke und dann zur Ressource, dann kann man sich hier diesen Link in der Zwischenablage speichern, und unter Imagery Preferences hat man dann hier ein Plus WMS. Hier kann man sich diese Get Capabilities URL einfügen, und dann hat man hier
den Flächenwidmungsplan und spannend von dem ist die Nutzung, weil die Nutzung in dem Fall ziemlich genau dem entspricht, was wir in der OpenStreetMap an Land Use haben. Also in der OpenStreetMap heißt das Land Use, vielleicht zwischendurch ein wenig offline, dann weil das WLAN jetzt abgebrochen ist, aber jetzt, wo wir wieder WLAN haben, sehen wir hier den Flächenwidmungsplan, wir sehen die bebauten Gebiete, wir sehen die Waldflächen, wir sehen auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen, sprich ein Acker. Das ist jetzt vielleicht auch etwas bisschen Spannendes. Es hat gerade in letzter Zeit gegeben eine kleine Änderung vom Tagging-Schema. Bislang hat man Äcker mit Land Use is Farm gekennzeichnet, also dass das landwirtschaftliche Fläche ist. Das hat aber zu Verwirrungen geführt, weil manche Leute haben dann nicht nur den Acker als Land Use is Farm getaggt, sondern auch den Bauernhof. Und weil das doch zwei verschiedene Sachen sind, ist man jetzt dazu übergegangen, das zu trennen und den Acker jetzt nicht mehr als Farm, sondern als Farmyard zu bezeichnen. Und insofern, der Editor belohnt uns auch, indem er das dann jetzt farblich wieder so richtig kennzeichnet, weil eben Land Use is Farm noch das veraltete Tag war. Ja, diese Ackerfläche geht jetzt eigentlich bis zu diesem bebauten Gebiet. Und da zeige ich jetzt gleich wieder einen Trick, wie man da recht bequem das machen kann. Oder zuerst zeige ich einmal nicht einen Trick, zuerst zeige ich einmal die mühsame Variante. Mühsame Variante wäre, immer zwischen zwei Punkten, dieser Stützpunkte dieser Fläche dienen, haben wir hier ein Kreuz. Wenn ich da drauf drücke, kann ich einen zusätzlichen Punkt erzeugen, den ich verschieben kann. Und die mühsame Variante wäre dann immer, dass ich einen Punkt mit einem Punkt dieser Fläche vom bauten Gebiet zusammen anklicke und dann mit M wie Merge diese zwei Punkte zusammenfüge. Wenn ich jetzt nicht wüsste auswendig, dass das das M ist, würde ich hier wieder im Menü nachschauen und Merge Nodes, also das Zusammenfügen zwei Knoten ist das M. Das könnte ich jetzt hier für jeden Punkt machen, bis ich irgendwann draufkomme, na, das mache ich jetzt nicht weiter, weil da werde ich ein Schwammerl. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, wenn ich einen neuen Weg zeichne, ich drücke hier auf den ersten Punkt und der ist schon auf einer gewissen Fläche und dann da hier auf einen zweiten Punkt. Und jetzt gibt es eine Follow-Funktion. Ich folge dieser alten Linie. Das ist das Follow, ist in dem Fall das F. Ich drücke hier auf F ein paar Mal und wie von Geisterhand wird hier diese andere Fläche nachgefahren. Und dann ganz zum Schluss verbinde ich das mit der Fläche, drücke noch einmal drauf, um das Videozeichnen zu beenden. Dann habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit, diese Fläche aufzutrennen. Typischerweise einen Weg kann ich auftrennen, indem ich irgendwo am Weg hindrücke und mit Tools sage, Split W, also P. Bei einer Fläche muss ich zwei Punkte angeben. Also da einen und da einen, P. Dann sagt er mir, ja, diese geschlossene Fläche teile ich jetzt kurzzeitig auf in zwei Segmente. Dann klicke ich kurz irgendwo in die freie Fläche und habe danach hier diesen Teil der ehemaligen Fläche als eigenes Gebiet. Kann ich löschen und jetzt kann ich praktisch den alten Teil mit dem neuen Teil zusammenfügen, indem ich beide Flächen markiere, Tools,
Merge, wo war das Merge? Das M. Oder na, Join in dem Fall, Blödsinn. Join J oder Join. Nicht? Warum geht das jetzt nicht? So. Ventures Farm. Darf ich hier nicht joinen? Blödsinn, join, da habe ich jetzt das Falsche gesagt. Join ist eine Node zu W. Wir wollen in dem Fall join overlapping areas und das ist Shift und J. So, ja, ich glaube, da habe ich noch am Blödsinn erzählt. Also vielen Dank auch für den Hinweis. Combine Ways ist es, so ist es, ja. Ganz richtig, ganz richtig. Das untere wäre, wenn man schon bereits zwei geschlossene Flächen gehabt hätte, dann könnte man diese zwei Flächen danach zu einer neuen Fläche vereinigen. In dem Fall ist, und das ist eh sinnvollerweise direkt unter dem Split, Gegenteil von Split ist Combine, ja. Danke für diesen Hinweis. Hier kann man noch auch wieder diesen Knoten ein bisschen herzeichnen. So kann man dann schauen, dass man da hier möglichst geschlossene Flächen hat. Ja, diese Änderung kann man auch schon wieder mal raufladen. In dem Fall sind das allerdings keine Adressen, sondern in dem Fall wäre das Land Use. Beispiel für, könnte natürlich auch genauso Flächenwidmung schreiben. Ja. Stefan, ich habe versucht, dieses Address-Helfer zu installieren, aber bei mir läuft das nicht installiert. Aha. Ich habe schon das immer da an der Blitz. Ja. Okay, ja, sonst ja, müsste man irgendwie das Programm abschließen. Wie schießt man da? Ja, das wird ja mal sind da. Das ist unter Java, ja. So, oder, ich weiß nicht, kann man es? Das Benutzer abschließen eigentlich? 2, 5, 3, 7. Ja. Und tot ist er. Ja, also wie gesagt, eben, wenn jemand eine Frage hat, einfach so in die Runde stellen oder wenn jemand schüchtern ist, da auf dieses Pad stellen. Dann komme ich auch dazu und bringe das unter. Ja. Was ich sonst noch versprochen habe, in der Beschreibung von diesem Workshop ist das Arbeiten mit verschiedenen Layern. Also Layer sieht man hier auf der Seite und da hat man die Möglichkeit, einfach von verschiedenen Quellen zusammen zu kopieren. Eine Quelle eben sind die ist der Datenlayer, den man praktisch aus der Datenbank runterlädt, dort was ändert und dann wieder hochlädt. Andere Layer, die wir schon zwischendurch gesehen haben, sind irgendwelche Overlays, irgendwelche Karten, von denen man abzeichnen darf. Das sind im Wesentlichen dann Bitmaps. Weitere Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel mit so einem Gerät, mit so einem GPS-Gerät, heutzutage wahrscheinlich eher ein Smartphone oder was weiß ich, manche Leute haben eine Armbanduhr, die einen GPS-Tracker haben, ist nicht so, oder ein Autonavi geht natürlich auch,
vor allem wenn es von Garmin ist. Und mal schauen, habe ich da wo was um? Archive. Irgendwo. Ganz woanders. Keine Ahnung, wo ich da gerade war. Dann hat man das hier so als violette Linie. Und man kann sich da wieder runterladen. Okay, da waren wir gerade irgendwo in Wien unterwegs, am Gewerbepark Stadtlau. Da kann man dann hier zum Beispiel irgendwas abzeichnen, wenn man weiß, ja, da ist man der Straße entlang gefahren und die ist noch nicht drinnen in der OpenStreetMap. Es ist natürlich so, gerade wenn man irgendwo in einem Gebiet ist, wo schon ein paar mehr Objekte sind, dann sieht man vielleicht diese Linie nicht so toll. Dann kann man sich da helfen, indem man sagt Customize Track Drawing und man schreibt hier einen größeren Wert rein. Wie zum Beispiel 5, dann ist diese Linie ein wenig dicker. Man kann auch, wenn man zum Beispiel mehrere Tracks hat und man möchte die ein bisschen voneinander unterscheiden, auch mit Customize Color die Farbe verändern. Und als ganz netter Gimmick ist, man kann auch die Farbe jetzt nicht als durchgehende Farbe nehmen, sondern man kann sagen, man möchte die geschwindigkeitsabhängig machen. Und dann sieht man zum Beispiel, ja, in dem Bereich bin ich 80 gefahren, dann wird wahrscheinlich da, und wenn man zum Beispiel weiß, ich fahre immer die maximale Geschwindigkeit, dann kann man nachher hier auch den Tag Max Speed setzen, weil es natürlich auch für OpenStreetMap interessant ist, zu wissen, wie schnell darf man auf einem gewissen Bereich fahren. Und da gibt es drei Voreinstellungen, also Car, Bicycle und Foot. Einfach je nachdem, welche Teile jetzt grün angezeigt werden als Fast, also beim Auto wären das halt Geschwindigkeiten über 100 km/h, bei einem Fahrrad ist es schon schnell, wenn man 60 km/h fährt. Und in dem Fall ja, also wenn man zum Beispiel jetzt das für die Straßenbahn verwendet, also ich bin das mit der Straßenbahn gefahren, und da ist dann blau schon das super schnell, weil Straßenbahn halt hin und wieder auch ein bisschen schneller fährt als ein Fahrrad. Ja, andere interessante Daten wieder von data.gv.at. Da habe ich mir schon auch schon runtergeladen, verschiedenstes, was habe ich da, unter JossenWS. Da habe ich mir schon die Bibliotheken und die religiösen Baudenkmäler heruntergeladen. Und Bibliotheken ist etwas, das habe ich in letzter Zeit schon sehr viele importiert, das ist wahrscheinlich nicht so viel mehr übrig. Aber religiöse Baudenkmäler könnten wir uns anschauen. Und da würde ich überhaupt meinen, das ist immer spannend. Ja, okay, religiöse Baudenkmäler haben wir schon einige in der OpenStreetMap natürlich drinnen, weil ist ja doch schon, weiß nicht, wie alt, sind wir schon 15 Jahre alt? Fast 15 Jahre alt? 2004 hat es begonnen, also sind es jetzt irgendwo so 13, 14 Jahre. Ist natürlich schon ordentlich Zeit gewesen, Kirchen und Ähnliches einzutragen. Hier in dem Fall, wenn man so jetzt ein großes Gebiet hat und man interessiert sich jetzt für eine bestimmte Art von Dingen, dann gibt es eine super Seite, die nennt sich hier overpass-turbo.eu und diesen Link kopiere ich gleich wieder rein, beziehungsweise steht da eh schon da, aber kann man auch als echten Link. Das ist meines Erachtens ein super Frontend für diese API, die TurboPass-API. Mit der TurboPass-API kann man Datenbankanfragen an die OpenStreetMap-Datenbank stellen, wie zum Beispiel, gib mir doch alle religiösen Bauwerke. Und religiöses Bauwerk, falls man es nicht weiß, ist
Amenity is place of worship. Und es gibt hier eine Möglichkeit Wizard. Da kann man dann eingeben. Amenity is place of worship. Und dann build and run query. Dann baut er sich diese komplizierte Datenbankabfrage, die man hier am Rand sieht. Also die generiert er sich von selber. Und hier rechts haben wir schon das Ergebnis. Jeder dieser roten Punkte ist ein irgendeiner Kapelle oder Kirche oder sonstiges religiöses Bauwerk. Und hier habe ich die Möglichkeit, darum habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich verwende diese Fernbedienung, diese Remote Control vom Jossen. Wenn ich hier jetzt auf Export drücke, kann ich hier Local Data into an OSM Editor, Jossen, klick, sagte mir, ich muss jetzt irgendwas an dieser Datenbankabfrage noch automatisch korrigieren. Ja, dann tun wir das eben, dann referieren wir das. Und wenn das jetzt gut geht, dann habe ich hier einen neuen Datenlayer, wo alle religiösen Bauwerke, die in der OpenStreetMap eingezeichnet sind. Jetzt kann ich hier mit STRG N einen zusätzlichen Layer mehr erzeugen und in den kann ich hier die heruntergeladenen religiösen Baudenkmäler laden. Das wiederum geht nur, weil ich dieses Open Data Plugin installiert habe und dieses Open Data Plugin kann Shapefiles öffnen und zwar auch Shapefiles, die in einem ZIP-File verpackt sind, weil ja das Datenvolumen ein bisschen zu sparen, werden die immer komprimiert. Ja, jetzt sieht man hier so ganz leicht im Hintergrund haben wir manchmal Sachen, die in der OpenStreetMap drinnen sind und umgekehrt haben wir auch Sachen, die jetzt vielleicht besser eingetragen sind außerhalb. Schauen wir mal, das ist so ein bisschen ein Nest. Was gibt es da? Eine Ortskapelle in Straden kann man hier mit Steuerung C das vom einen Layer nehmen und in anderen einfügen, zum Beispiel mit Steuerung Shift V. Ja, was ist das? Edit. Control Alt V. Also das ist das Paste at Source Position. Das ist wichtig, weil typischerweise kopiert man im selben Layer. Und dann möchte man die Punkte nicht genau übereinander haben, damit man sie leichter angreifen kann wieder. In dem Fall kopiert man zwischen verschiedenen Layern. Da ist es dann schon wieder spannend, sie in derselben Position zu haben. In dem Fall habe ich einen Datenlayer, den habe ich ja nur aus dieser Overpass Turbo mir heruntergeholt. Das heißt, da sind jetzt nur Kapellen drinnen. Da wäre es interessant, noch ein bisschen eine Umgebung, um diese Ortskapelle zu haben. Sieht man, okay, die Kapelle war schon hier drinnen. Naja, in dem Fall ist es Bushaltestelle und hier als Building ist Chapel und als Weser Chapel. Okay, das heißt, brauche ich nicht wirklich was hinzufügen. Hier war einfach nur meine Overpass-Turbo-Abfrage ein bisschen zu schwach, also hier könnte ich sie auch ergänzen. Okay, es gibt nicht nur praktisch Kapellen, die im Betrieb sind, sondern es gibt praktisch auch zusätzlich historische, könnte man hier erweitern. Vielleicht ist das mit OR, Historic ist Copy Value, schauen wir mal. Und hier macht er wieder die große Abfrage, wo er also auch sagt, es interessieren uns nicht nur die, die als einzelne Knoten sind, sondern auch die, die als Fläche sind. Also Gebäude hat man als Fläche drinnen, also geschlossene Wege.
Und es gibt dann in ganz seltenen Fällen auch Relationen. Das ist genau dann, wenn man irgendwo hat ein Gebäude mit einem Innenhof und das Innenhof ist dann wieder nicht Teil des Gebäudes. Dann, das ist auch wieder so ein Fall für, das ist ein Multipolygon und das besteht dann aus einem Weg von dem draußen, einem Weg von dem drinnen und das sagt dann, nur das, was zwischen der äußeren und der inneren Mauer ist, nur das ist dann Gebäude. Kommt ganz selten vor. Nur der Vollständigkeit halber. So, probiere ich den Datenlayer 3. Muss ich nur aufpassen. Man darf innerhalb des einer Minute nicht zu viele Abfragen machen. So. Ja. Verklickt. Ja, also hier bei diesen unterschiedlichen Layern ist immer hier das Hackerl. Weißer Hackerl auf grünem Grund heißt, das ist jetzt der aktive Layer, aus dem kann ich zum Beispiel etwas kopieren oder in den kann ich etwas einfügen. Bei so Dingen wie zum Beispiel Luftfotos gibt es dann noch zusätzliche Möglichkeiten. Hier kann ich eine sogenannte Opacity einstellen. Da kann ich das praktisch viel transparenter machen, dass ich nicht irgendwo Gefahr laufe, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, sondern nur so schwach zur Orientierung im Hintergrund das zu verwenden. Dann schauen wir wieder mal da. Was haben wir da hier? Okay, ein Kloster. Gut, Kloster wird wahrscheinlich ein bisschen anders drinnen sein. Das ist in dem Fall eh schon drinnen. Ja, innerhalb von Graz kann man auch von außen, dass alles drinnen ist. Vielleicht findet man irgendwo eine Kapelle, die noch nicht drinnen ist. Eine Filialkirche. In dem Fall. In dem Fall drinnen, aber halt nicht richtig als Place of Worship, ja. Vielleicht finden wir noch wo was. Ja, nicht eingetragene Kapellen zu finden ist eher schwierig in Österreich. Kapelle, schauen wir mal. Ah ja, hier hätten wir zum Beispiel, das ist offensichtlich das Kapelle schon drinnen, allerdings eben nicht das Kapelle, sondern nur als Gebäude. Das hat einfach jemand vom Luftbild oder von einer Karte hier abgezeichnet und dieser eher nicht, eher vom Luftbild. In dem Fall kann man jetzt hier praktisch die Text, die man hier hat, nehmen. Und wenn man jetzt nur die Text übernehmen möchte, dann hat man hier auch nicht Paste at Source Position, was einen neuen Punkt erzeugen würde, sondern Paste Text nur. Wobei es auch immer ein bisschen die Frage ist, also Adresse. Wäre dann spannend, wenn es wirklich die Adresse ist, in dem Fall aber steht da dieses bei dabei. Das heißt, das ist nur in der Nähe von der Adresse Biesdorf 19, also das kann man wegtun. Bezeichnung ist jetzt die Frage, ob man sagt, das ist der Name von einem Objekt oder eine Beschreibung. Ich persönlich tendiere ja eher dazu, dass das nur eine Beschreibung ist. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Messungssache, wo hört Beschreibung auf, wo beginnt Name. Dieser Denkmal am Status interessiert uns nicht.
Wo es sich befindet, ist durch die Dürrkoordinaten bestimmt. Also das meiste eigentlich davon kann man wegtun. Und was in dem Fall, eben weil es eine Kapelle ist, ist es Amenity Place of Worship. Und, das sollte man schon immer hinzufügen. Also Kapelle ist definitiv immer christlich. Ich zumindest weiß jetzt von keiner anderen Religion, die ihre Gotteshäuser, ihre kleinen Kapellen nennt. Also, falls es sowas gibt, möchte ich natürlich keine Religion diskriminieren, aber in der Steiermark sind Kapellen christlich und in der Regel ist dann Denomination, also die Konfession, ist katholisch. Ja, Sachen, die ich ebenfalls gerne eintrage, sind Radwege. Radwege, wieder von Overpass Turbo, kriegt man mit Route is Bicycle. In dem Fall wird die Abfrage vor allem Relationen zurückliefern, und zwar offensichtlich sehr viele, über 20 Megabyte. Hier wieder in den Schossen importieren. Und zum Vergleich dazu kann man sich auch wieder die Radwege herunterladen, die unsere Regierung freundlicherweise zur Verfügung stellt. So, hier gebe ich noch ein paar kleine Tipps. Also diese Radwege, die man sich heruntergeladen hat, kann man sich da auch mal als Layer speichern. Das könnten Radwege OSM, das könnte in dem Fall hilfreich sein. Vor allem, wenn man jetzt zum Vergleich sich die Radwege hernimmt, die man da gerade runtergeladen hat, von der Regierung. Wenn man sich dieses Shape-File öffnet, sind es wieder Daten da. Das hat einen Vorteil, dass man hier auch schön sieht, dass das zum Beispiel der 1-Radweg ist, die Nummer R7 hat, oder hier der Backer-Radweg, der R29. Und wenn man von da aber wirklich einen guten Überblick haben möchte, was ist jetzt neu, dann wäre es jetzt doch ja wieder klar, seine Farbe zuzuweisen.
Farbe zuzuweisen geht allerdings nur im GPX-Layer und zum Glück können wir das aber umwandeln. Also wir können hier sagen Convert to GPX-Layer und dann ist es hier ein hier rosa und wir können die Farbe ändern auf etwas, was uns besser gefällt, zum Beispiel grün. Und wir können die Stärke ändern, zum Beispiel auf 5. Und dann sehen wir besser, ja, wo gibt es jetzt irgendwo was Neues, was wir noch nicht haben. Na, in dem Fall Nastal-Radweg haben wir. Ja, schon gibt, oder zum Beispiel hier der Übelbach-Radweg, den gibt es jetzt zwar schon in der OpenStreetMap, aber weil ich ihn eingetragen habe, den gibt es aber noch nicht in echt. Den werden sie erst bauen. Also das ist auch, Regierung trägt ein alle Radwege, die sie beabsichtigen zu bauen und oder teilweise auch gar nicht einmal beabsichtigen zu bauen, sondern einfach nur um Fördermittel sicherzustellen für die nächsten Jahre. Also Radwege kann man immer nur dann bauen, wenn man Geld hat. Geld kriegt man nur, wenn man irgendwo einen Plan hat. Und das heißt, diese Radwege plant man mal ein. Und bin ich gespannt, wann dann dieser Übelbach-Radweg zwischen Petrodeutsch-Schweistrus und Übelbach wirklich befahrbar ist. Auch spannend ist das zum Beispiel im oberen Bereich. Maria Zell, wo hier teilweise auch schon ein Radweg eingezeichnet ist, wo jetzt noch Schienengleise liegen. Ja, das waren jetzt einfach mal so Dinge, die ich gerne tue mit den Chancen und jetzt würde ich dann doch die Gelegenheit geben, mir Fragen zu stellen, weil ich jetzt doch gemerkt habe, dass es die meiste Zeit ich geredet habe. Wir waren jetzt von Anfang an da, aber wie sind das in Österreich organisiert? Also kann ich jetzt da was reinschreiben, wird das jetzt über jemanden noch eine Frage geben? OpenStreetMap ist bis auf ganz wenige Ausnahmen alles frei zum Editieren und diese ganz wenigen Ausnahmen betreffen jetzt so Dinge wie den Namen von Jerusalem, wo es einfach so viel Streit gegeben hat, ist jetzt der hebräische Name der richtige oder der, was ist das andere, palästinensische und um da Frieden zu haben, werden gewisse Dinge, Objekte gesperrt und auch die Küstenlinie, die werden gesperrt, damit man, aber beziehungsweise die Küstenlinie wird nicht aus der Datenbank gerendert, aber außer diesen kleinen Ausnahmen kann man alles sofort ändern, ist sofort sichtbar und international sichtbar, kann man hochladen, ist in Sekunden später in der Datenbank und ein paar Minuten später dann auf dieser Karte, die man dann sieht. Also die gerenderte Karte, das was man sieht, ist ja letztendlich nur ein abgeleitetes Produkt. Das Hauptprodukt ist die Datenbank und da ist es sofort. Das ist nicht in Österreich, sondern in England hat der Steve Coast die OpenStreetMap gegründet. Diese Datenbank eigentlich aus dem heraus, glaube ich, dass er geärgert hat, dass die Postleitzahlen in England nicht frei zugänglich waren und da hat er gemeint, na, eigentlich könnte man überhaupt nicht nur Postleitzahlen, sondern ganze Straßenkarte frei machen. Und seitdem von England ausstrahlend
sehr stark in natürlich Communities in Österreich, Deutschland von Anfang an, danach in den USA die großen Importe, weil die USA schon sehr lange diesen Grundsatz haben, dass Daten, die mit öffentlichem Geld finanziert werden, auch der Öffentlichkeit gehören, also Public Domain sind, und dadurch konnte man in den USA schon sehr bald fast das gesamte Straßennetz importieren. Das hat allerdings auf der durchaus auch Kritik hervorgerufen, und heutzutage versucht man, zu große Importe zu vermeiden, eher so klein, so wie ich es gerade gezeigt habe, einzelne Objekte aus einer Regierungsdatenbank rauskopieren, einfügen, hochladen und da gleich ein bisschen schauen, ein bisschen vergleichen mit Luftbildern, stimmt das überhaupt, macht das Sinn, und nicht planlos hunderte Objekte einfügen, von denen dann vielleicht 10 falsch sind. Das Ganze nennt sich Craftmapping, ist direkt ein Schlagwort gewesen. Also viele OpenStreetMapper tragen das überhaupt auch als T-Shirts. Sie betreiben Craftmapping, und das heißt praktisch, also erstellen eine Karte als Handwerk. Und da gibt es auch da hier einen Link. Also falls das jemanden interessiert, was da die Gründe sind gegen große automatisierte Importe. Ja. Also wenn wir kurz sagen, wenn man die ZIP-Datei öffnet im Closen? Ja, also diese ZIP-Datei, das steht auch mit diesem OpenData-Plugin. Dann müsste man schauen, ob man unter Umständen einmal einen JOSN beenden muss und neu starten muss. Okay, sollten wir dann nämlich die tolle ZIP-Datei aufgeben. Eben, ja, dann sollte es da schon. Oder ist das sonst hier unter Dateityp? Die anderen Dateityp mal anschaut. Aber wenn das nicht dabei ist. Na, OSM-ZIP ist in dem Fall anders. Na, dann würde ich eher den JOSN mal neu starten. Wo kann ich mich denn da meine Benutzerdaten eingeben? Auf der OpenStreetMap Homepage. Also na, im JOSN ist, sobald man hochlädt, den ersten Change Set. Registrieren muss ich auf der OpenStreetMap Homepage. Ja, registrieren ist. In dem Fall, also man stellt irgendwas, möglichst nicht so fantasievoll wie hier, drückt dann hier einmal auf Upload, und wenn man dann Upload Changes drückt, dann hat man entweder schon den Account gespeichert, oder falls man noch nicht gespeichert hat, dann wird man dazu aufgefordert, die Accountdaten einzugeben. Manche Namen von Orten, Daten kann man unterschiedliche Sprachen einsetzen, weil wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst, kann nicht auskennen, das ist keine Ahnung, was ich da. Ja, kann man. Ja, also dieser Name-Tag ist grundsätzlich der in Landessprache. Ausnahme natürlich wieder, es gibt so umstrittene Gebiete, wo man jetzt niemandem sagen möchte, das ist der offizielle Name, das andere ist jetzt nicht der Minderheitenname. Da gibt es dann diesen Name-Tag nicht. Und ansonsten setzt man einen Tag praktisch Name ist bla 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 Schule und Name Doppelpunkt en, wenn es dann Pool of bla bla gibt. Also mit Doppelpunkt kann man immer die Tags erweitern und in dem Fall zum Beispiel den Namen um eine Sprache. Selbes gilt auch für die Description, also die Beschreibung. Wenn man etwas hat, was endlich kein Name ist, wenn man zum Beispiel ein Gebäude hat, das ein Heuschuppen ist, dann ist der Name vom Heuschuppen nicht Heuschuppen, sondern dann hat der wahrscheinlich keinen Namen, sondern Heuschuppen ist dann, wenn, dann eine Beschreibung. Und auch wieder. Bei den Ortsnamen, wie zum Beispiel
Können wir schauen, wie es gelöst wird. Kann man dir schauen, wie genau das gelöst wird, aber sollte durchaus sein. Wenn man mal hier das, oder das schauen wir vielleicht nicht in JOSM, sondern direkt auf der OpenStreetMap. Wenn man hier Bleiburg müsste ja sowas sein, ist in dem Fall so, dass, um da jetzt niemanden schlechter zu stellen, wird als name Bleiburg-Bleiberg verwendet und als name.de Bleiburg und als name.si dann Bleiberg. Allerdings sollte man, wenn man das macht, sollte man bei Namen, also bei Ortsnamen, sollte man auch, auch auf Wikidata einen Link auf Wikidata setzen. Weil das ist eine globale Datenbank, eine offene, wo eben die ganzen Namen und die Länderabhängigkeiten vermerkt sind. Und das ist die Tendenz, dass man in der OpenStreetMap eher mehr weg von den spezifischen, länderspezifischen Einträgen in der OpenStreetMap, also geht man immer mehr weg und braucht nimmt nur mal die Wikidata her, weil das eben die Datenbank sein soll, wo man eben solche Sachen eintragt. Ich würde das einigermaßen richtig wiedergeben. Ist korrekt. Also es gibt hier Wikidata, das ist von der Wikimedia Foundation, die auch die Wikipedia betreibt. Und es wird eigentlich auch schon vor allem auch von der Wikipedia verwendet. Wenn man dann zum Beispiel hier einen Artikel hat über Bleiburg, dann wird der ja auch irgendwie automatisch übersetzt in die anderen Sprachen. Und in diesem Wikidata gibt man praktisch Objekten, die es in der Welt gibt, Metadaten und kann die miteinander verknüpfen und verschiedene Namen geben. Und das ist eigentlich etwas, wo sich auch die OpenStreetMap hinbewegen sollte, dass man nicht alle Informationen versucht, in die OpenStreetMap reinzupressen, sondern dass man eher schaut, dass man mit anderen Datenbanken das verlinkt. Allerdings Wikidata ist viel globaler, da kann man nicht nur Objekte, sondern auch Personen und andere Informationen abspeichern. Könnte man dann zum Beispiel die Wagner-Jaurek-Straße auch irgendwo verbinden mit dem Namensgeber Wagner-Jaurek? Ja, also. Also insofern die eigentliche Zeit des Workshops wäre schon aus, allerdings nachdem der nachfolgende Workshop ohne dies jetzt in einen anderen Raum verlegt worden ist, können wir noch kurz verwenden, um noch offene Fragen zu klären. Also wie gesagt, der Raspberry Workshop ist im anderen Raum. Ja, also OpenStreetMap ist natürlich die Frage, was man dann betreiben möchte. Was sinnvoll ist, ist einen eigenen Rendering-Server zu betreiben, wenn man eben eine eigene Darstellung der Karte haben möchte. Also dass man dann runterlädt, sich dann die Daten, also OpenStreetMap ist ja nicht nur diese Darstellung, sondern man kann sich die Rohdaten runterladen und dann selbst eine Karte rendern lassen, braucht man natürlich auch viel Speicher und ein wenig Geduld, um die Anleitungen im Internet richtig auszuführen, weil natürlich immer wieder mal kleine Details vergessen werden zu beschreiben und das kann dann unter Umständen dauern, bis man das dann lauffähig hat. Aber ja, ist gedacht auch, dass man seinen eigenen Server betreibt.
weil gerade auch wenn man irgendwo denkt, ja, OpenStreetMap ist Glass, Glass-Ersatz für Google, weil bei Google muss man ja irgendwann zahlen, wenn man zu viel Traffic verursacht, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Anfahrtsbeschreibung hat und man möchte die Karte dann nutzen, dann ist es besser, man setzt einen eigenen Server auf, wenn man da Millionen Aufrufe täglich hat, dass man nicht die OpenStreetMap-Server belastet. Ja? Ansonsten ist natürlich auch, man könnte, wenn man lustig wäre, auch jetzt die OpenStreetMap-Hauptserver irgendwo spiegeln. Also dann würde man das Projekt praktisch forken. Da hat es vor ein paar Jahren gegeben, aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen mit unterschiedlichen Lizenzen, dass da mit der alten Lizenz, mit dem CC BY Share-like eine Datenbank weitergeführt wurde. Die ist dann allerdings recht bald gestorben, weil einfach kein Bedarf ist für zwei Hauptdatenbanken von der OpenStreetMap. Aber letztendlich auch möglich ist es, also es hindert einen niemand dran. So Verbreitungsgebiete von Neophyten, so wie das Springkraut, das zu markieren auf der Karte. Weißt du, ob es da schon ein Projekt gibt in die Richtung? Ja, das Problem immer ist, sobald es darum geht, Sachen, die nicht so ganz objektiv da sind, die gehören unter Umständen nicht direkt hinein. Also wenn es da geht, so Gebiete zu markieren, die typisch sind für irgendetwas oder wo irgendwas zu erwarten ist, da müsste man schauen, da gibt es so verschiedene Projekte, ich glaube UMAP aus Frankreich. Da geht es darum, dass man, wie nennen sie sich, mit UMAP kannst du in einer Minute Karten mit OpenStreetMap-Hintergrund erstellen und sie in deine eigene Internetseite einbinden. An und für sich ist es zu Ende. Ich habe nur gedacht, nachdem der Raspberry-Workshop ja ohne dieses vielleicht war. Ach so, okay, gut. In dem Fall würde ich jetzt dann beenden. Nachdem wir es eh schon überzogen haben und das jetzt anscheinend doch unhöflich wäre, das noch weiter den Raum zu besetzen. Und in dem Fall würde ich dann auch noch darauf hinweisen, dass es auch morgen einen OpenStreetMap-Stand gibt, mit dem man auch weitere Fragen dann klären kann. Und wir können auch draußen noch kleinere Fragen klären. So, damit beende ich jetzt auch die Aufzeichnung.